Landeshauptmann Markus Wallner, Sie sind derzeit bei der Rheinregulierung und machen sich ein Bild der Lage. Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Also ich bin extra hergefahren, weil wir gehört haben, dass die Prognosen Richtung 2000 Kubikmeter pro Sekunde Abflussmenge gehen. Da kommen gewisse Erinnerungen hoch aus dem Jahr 2016, wo auch das Rheinvorland, so wie heute, man sieht es hinter mir, auch schon ganz gut gefüllt war. Das heißt, man hat eine erhöhte Aufmerksamkeitsphase, wo wir alle miteinander wirklich schauen müssen, was läuft da und die ganzen Behörden und die Feuerwehren, die Sicherheitskräfte, die Rheinbauleitung in Bereitschaft sein müssen. Kein Grund zur Beunruhigung, aber wir sind in einer erhöhten Aufmerksamkeit. Das heißt wirklich genaue Beobachtung. Heute wird noch erwartet ein Höhepunkt von 2000 Kubik pro Sekunde. 2016 waren es 2200 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt, wir sind annähernd dort, wo wir 2016 waren. Man könnte sagen, ein fünfjähriges Hochwasserereignis. Die Prognosen sind jetzt so, dass das Wetter etwas besser wird. Aber wir wissen ganz genau, was noch kommen kann. Es liegt noch viel Schnee am Berg, es kommen noch große Mengen runter. Die Kombination von Wärme, große Schneemengen und große Regenmengen, die können schon wieder Hochwassersituationen verursachen, auch hier am Rhein. Da sind wir natürlich besonders vorsichtig. Wir haben auch viel geübt in dem Zusammenhang und das bewährt sich auch. Also das ist der Grund, warum ich heute hergekommen bin, einmal auch zu schauen, wie es läuft, aber auch persönlich einen Überblick zu haben, wie die Lage wirklich ausschaut. Noch hält sich der Rhein sehr gut in seinen Grenzen. Wie man sieht, ist nur das Vorland betroffen. Der Bodensee hat sich jetzt natürlich auch sehr stark verändert. Vorher noch quasi unterdurchschnittlicher Stand, jetzt stark überdurchschnittlicher Stand. Wie entspannt blicken Sie auf die nächsten Tage? Ja, nicht unbedingt sehr entspannt, weil wir nicht genau wissen, wie es sich auswirkt. Die Prognosen zeigen, der Bodenseepegel wird ansteigen. Er ist schon relativ hoch. Auch noch kein Grund zur Beunruhigung. Wir haben die Stadt Bregenz, auch die Anliegergemeinden informiert, dass da noch einiges nachkommen kann. Die Prognosen zeigen, man kann die Situation im Griff haben, aber wer weiß es schon wirklich ganz genau. Also auch hier ist eine erhöhte Aufmerksamkeit notwendig. Wir haben gesehen, wie schnell das gehen kann. Das überrascht immer wieder. Vor einigen Wochen noch haben wir gesagt, der Bodensee ist so niedrig wie selten zuvor. Mittlerweile hat er einen beachtlichen Stand erreicht. Es wird noch einiges dazukommen, sodass wir auch in der nächsten Zeit eine Situation haben werden mit einem relativ hohen Pegel am Bodensee. Und es kommt die ganze Schneeschmelze nach. Also es ist die ganze Sache noch nicht überstanden. Ich glaube, die nächsten Wochen brauchen noch eine sehr erhöhte Aufmerksamkeit. Wir müssen bei der Sache dranbleiben. Die Sache ist noch nicht wirklich durch, sozusagen, weil eben noch große Schneemengen am Berg sind, mehr als in den Jahren zuvor. Und wie gesagt, die Mischung aus Schnee und Regen und Wärme, die kann schon noch einmal gefährliche Situationen aufbringen.